Sturmschutz könnte man noch mehr machen. Was? Zur Hölle. Die Abdeckung ist hervorragend. Die geht sogar fast bis ganz da hinten hin, okay. Also das mit den Dilophosauriern müssen wir auf jeden Fall machen. Aber was läuft denn hier ab? Struktur beschädigt. Holy crap. Repair some Ranger Team. Okay. Ach, da sind alle Dinos drin. Wie sieht's denn aus hier generell? Ziegen. Ein Nix 002. Die Dilophosaurier. Warum fühlen die sich nicht so gut? Ja gut, okay. Die sind live Zaunern. Das liegt aber auch am Unwetter, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Hört mal auf, den Zaun anzugreifen. Ja, so sieht's aus. Repariere. Reparaturtrupp unterwegs. So, ich hoffe, dass sie das dann lassen. Und wir öffnen wieder. Liebe Gäste, wir möchten uns für im Schuetzraum. Wasserüberprüfung. Gut. Trotzdem, gerade mal gucke. Der Spaß läuft. Gut, passt. Fotografieren Sie einen Dinosaurier, der einen Kadaver frisst. Das machen wir jetzt. Hier, die reparieren gerade Zaun. Oder Schuh. So, Ranger Team 2, Fahrzeug lenken. Müssen wir mal beim Nix gucken, ne? Dass das passiert. Beziehungsweise Handbremse. Kann man mit dem Heli eigentlich auch Fotos machen? Bestimmt. Okay, so, weiter geht's. Expedition da. So, wir probieren's mal mit dem Heli. Heli fliegen. Wow. Okay, der fliegt sich ja mal echt ganz geil. Okay. Aber kann ich hiermit überhaupt Fotos machen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann fliegen. CC, fliegen! Alright. Hier, den müssen wir Kadaver essen lassen. Alles klar. Hier müssen wir erstmal einen Kadaver besorgen, oder? Das heißt, hier müssen wir eine ganze Weile beobachten. Ranger Team 1, Aufgabe hinzufügen. Aufgabe hinzufügen. Kümmere mich um Futterstation. Viel Spaß beim Auffüllen. Ihr armen Säge. Hab's hier keine Futterstation, na dann. Na dann. So, die Dinger soll ich eigentlich weiter auseinanderbauen, aber das geht gerade gar nicht. Das könntet ihr natürlich tun, ja. Okay, also ich werde jetzt noch einen Velociraptor hier dazu brüten. Weil ich's kann. Dino ausbrüten. Velociraptor. Es hat jetzt auch meine Genomeigenschaften, die ich eben vergeben habe, ne? Bis hinten hin. Klar. Okay, cool. Also, ausbrüten. Dann ein Ankylosaurus. Den haben wir doch hier schon drin, nicht? Ankylosaurier? Ne, haben wir nicht. Gut, können wir aber nachholen. Ankylosaurus, da. Und zwar zwei Stück. Gut. Weil wir haben noch keine, richtig? Ne, das ist ein Hyongosaurier. Hyongosaurier, auch wenn sie so nicht heißen. Okay. Da kann man aufhören, den Zaun da immer klar zu machen. Der Raptor, ohne Scheiß. Was ein Tier, ey. Was ein Typ. Okay, das dauert länger. Ich denke, die gehen schneller. Nee, noch nicht immer. Na gut. Dann eben nicht.
T-Rex-Schach, nee, das wäre uncool. Hätte ich jetzt nicht so den Bedarf dran. Was treiben die da eigentlich? Kann man die mal beobachten? Geht's denen denn? Sehr gut. Die würde ich gerne mal jagen sehen. Really. Komm, jag mal was. Penny, guten Abend. Also habe ich gar keinen T-Rex. Also die Lophosaurier, die haben eine sehr hohe Bewertung, by the way. Solche Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie ihn sich mal an. Dinosaurier-Konflikt zu zwei Kampfsiegen am Arsch, den nehme ich nicht an. Ich will nicht, dass die hier sich direkt bekämpfe. Also da rauskomme. So los. Die haben was mitgebracht für mich. Jawohl. Nice. I see, I see. Extract some DNA. Und weiter geht's. Ich hätte gerne noch ein bisschen die Lophosaurier. Also holen wir uns noch ein bisschen die Lophosaurier. Oder wie viel die Lophosaurier haben wir denn? Wir sehen es wieder nicht. Raum. 90%, naja. Wir sind also mit dem Genom eigentlich ganz gut dabei. Wenn die mal fertig brüten würden. So, kann ich da durchswitchen? 66 und 75, okay. Das spiele ich immer noch. Das spiele ich immer noch. Okay, der Gewinn sieht sehr gut aus. Das freut mich. Die Sterne sehen nicht ganz so gut aus. Aber 8 Millionen sieht gut aus. Na komm schon. Kann schon sein, Agito. Nee, ich hab's heute beim Testen eigentlich ziemlich direkt gehabt. Beim zweiten Mal, wo ich es eingegeben habe, habe ich es gehabt. Ja, okay. Würde ich ja gerne, wie gesagt. Oh yeah. Der ist auch new. Den hatten wir noch nicht. Der ist auch kein Zentimeter aggressiv, ich sehe schon. Weil er hat gar nichts gemacht gerade, als er rauskam, ne? Sehr geil. So, ich hoffe, die vertragen sich da. Und jetzt wird's wieder funny as fuck. Oh yeah. Direkt betäube. Oh shit, da ist er ja schon. Der ist so schnell. Ich wette, der geht jetzt direkt sich so eine Ziege klar machen, oder? Hä? Raptor. Nicht? Don't give me that look. Fang dir was. Oh. Oder auch nicht. Das hat nämlich schon erwischt. Das reicht anscheinend noch nicht. Ah, nochmal in die Schwanz. Aber vor in die Schwanz. Jawohl. Noch eine Ziege gefangen. Im Wasser. Und da geht er down. War geil. Okay, schnell wegbringen, bevor er trinkt. So, Raptor. Ah, ab ins Raptorengehege. Minion. Und dann machen wir uns noch zwei Dilophosaurier. Dilophos. Gucken, Genom modifiziere. Savan musste schon drauf. Okay. Ja, besser wird's wohl nicht. Okay. Oh, das ist nice. Immunreaktion, alles klar, anwenden. Sweet. Und ausbrüten. Und weil es so schön war, noch ein. Die Lophosaurier ausbrüten. Okay. Awesome. Jetzt habe ich bestimmt noch mehr die Lophosaurier gefunden, ne? Ja. Tschüss. Big tschüss. Ich kann auch Schach, also in echt. Und so. Ne, by the way. Keine neuen Fossilien entdeckt. Grabungsstätte abgeschlossen, okay.
Das ist normal, ja. Fotografieren Sie einen Dinosaurier. Das wird noch lustig. Oh, ein Ankylosaurus mit intuitives Lernen hätte ich freilassen sollen. Das war doch gerade Ankylosaurus, ne? Scheiße. Dann holen wir uns noch einen mit intuitives Lernen, sofern das möglich ist. Ankylosaurus müsste aber so sein. Der ist noch nicht mal genmodifiziert, der Sack. Null gehen, hier geht nicht mehr. Intuitives Lernen. So. Was geht ab? Intuitives Lernen, please. Da ist es. Okay, dann brüten wir so einen aus. Do it. Nice. Was geht? Die Lofo fertig oder was? Nee. Ja, unbedingt. Da bin ich dabei. Sag mal, ist das Gehege eigentlich groß genug? Ja, ich glaube, größer wird's nicht mehr, ne? Was denn? Unterhaltungsziel? Okay, warum? Warum ist er nicht geborgen? Was ist los mit denen? Sehr kleinen Gruppen zieht es vor, eine geringe Anzahl an Dinosauriern anderer Spezies in seiner Nähe zu haben. Okay, die brauchen ein extra Gehege für die Bobbys. Ich sehe schon. Schachtreffen, ja, for the win und so. Bauen Ankylosaurier-Gehege. Where to build it? Ankylosaurier-Gehege. Vielleicht tatsächlich hier, wenn es machbar ist. Ich denke aber nicht, dass sie da sehr begeistert von sein werden. Nichtsdestotrotz können wir es wenigstens mal probieren. Das ganze Teil hier zu einem Gehege, um zu funktionieren. So, dann holen wir uns die nämlich jetzt. Raus da, die Ankylosaurier. Ich hoffe, das klappt. ACU-Helikopter, jetzt wird's interessant.